Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich möchte euch heute 9 Bücher vorstellen, die im ersten Halbjahr 2021 erscheinen und auf die ich mich freue. Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich nicht so der Neuerscheinungshinterherrenner bin. Ich brauche nicht immer den hottesten Shit gerade zum Lesen. Ich bin kaum darüber informiert, was so neu auf dem Markt ist. Meistens weiß ich, was neu auf dem Markt ist, dadurch, dass jeder das gleiche Buch in die Kamera hält. Dennoch gibt es Bücher, die erscheinen, auf die habe ich ein Auge geworfen. Heißt nicht, dass ich die alle gleich am Erscheinungstag kaufe. Heißt nur, wird mich schon mal sehr interessieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten in chronologischer Reihenfolge mit Matt Haigs, die Mitternachtsbibliothek. Das Buch wird am 1. Februar 2021 erscheinen und hat 320 Seiten. Im Original ist es bereits im September 2020 erschienen. Matt Haig ist jetzt kein Unbekannter, was das Bücherschreiben angeht. Er hat Ich und die Menschen geschrieben, das war ein internationaler Bestseller. Ich jedoch habe noch kein Buch von ihm gelesen. Ich weiß nur, jeder, der ein Buch von ihm gelesen hat, fand es ganz, ganz toll. Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen können. Buch für Buch, gefüllt mit Wegen, die deine hätten sein können. Hier findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, eröffnet sich für Nora plötzlich die Möglichkeit herauszufinden, was passiert wäre, wenn sie sich an bestimmten Punkten in ihrem Leben anders entschieden hätte. Jedes Buch in der Mitternachtsbibliothek bringt sie in ein anderes Leben, in eine andere Welt, in der sie sich zurechtfinden muss. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist? Matt Haig ist ein zauberhafter Roman darüber gelungen, dass uns all die Entscheidungen, die wir bereuen, doch erst zu dem Menschen machen, der wir sind. Eine Hymne auf das Leben, auch auf das, das zwickt, das uns verzweifeln lässt und doch das Einzige ist, das zu uns gehört. Von der Story her und vom Autor her und von dem Hype, den dieses Buch erfährt, ist es definitiv mal was anderes für mich. Es hat 4,4 Sterne im Original, also auf Englisch, bei 5.477 Bewertungen. Also es kann ja fast nur noch gut sein. Aber wie gesagt, bei Hype-Büchern bin ich immer sehr vorsichtig. Dennoch reizt mich dieser Plot hier so sehr, dass ich sage, ja gut, ich lese es halt. Und nicht nur, dass ich sage, ja gut, ich lese es halt, sondern dass ich sage, interessiert mich wirklich, wirklich, was er aus diesem Plot gemacht hat. Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek, 1. Februar 2021. Was wären Büchervideos von mir ohne asiatische Schriftsteller? Wir kommen zu Cho Nam-jo. Am 11. Februar 2021 erscheint Kim Ji-young, geboren 1982. Das Buch ist bereits 2016 während der MeToo-Bewegung in Südkorea veröffentlicht worden. 2019 wurde das Buch sogar verfilmt. Und es gilt als internationaler Weltbestseller mit über 2 Millionen verkauften Exemplaren. Cho Nam-jo hat mit ihrem feministischen Roman einen internationalen Bestseller geschrieben. Ihre minimalistische und doch messerscharfe Prosa hat Massenproteste in Südkorea ausgelöst. In einer kleinen Wohnung am Rande der Metropole Seoul lebt Kim Ji-young. Die 30erin hat erst kürzlich ihren Job aufgegeben, um sich um ihr Baby zu kümmern, wie es von den koreanischen Frauen erwartet wird. Doch schon bald zeigt sie seltsame Symptome. Ji-youngs Persönlichkeit scheint sich aufzuspalten und sie schlüpft in die Rollen ihrer bekannten Frauen. Als die Psychose sich verschlimmert, schickt sie ihr unglücklicher Ehemann zu einem Psychiater. Nüchtern erzählt eben dieser Psychiater Ji-youngs Leben nach, ein Leben bestimmt von Frustration und Unterwerfung. Ihr Verhalten wird stets von den männlichen Figuren um sie herum überwacht. Von Grundschullehrern, die strenge Uniformen für Mädchen durchsetzen, von Arbeitskollegen, die eine versteckte Kamera in der Damentoilette installieren und die Fotos ins Internet stellen. In den Augen ihres Vaters ist es Ji-youngs Schuld, dass Männer sie spät in der Nacht belästigen. In den Augen ihres Mannes ist es Ji-youngs Pflicht, ihre Karriere aufzugeben, um sich um ihr Kind zu kümmern. Kim Ji-young, geboren 1982, zeigt das schmerzhaft gewöhnliche Leben einer Frau in Korea. Ich und mein Mann befassen uns ja zwar sehr laienhaft, aber dennoch sehr gerne mit den asiatischen Kulturen, vor allem Japan und Südkorea. Und es ist schon deutlich, dass Frauen da in eine viel enger geschnürte Rolle passen
müssen. Ich lebe jetzt nicht in Südkorea, ich kann das nicht beurteilen, aber ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen erst gelesen, dass in Südkorea gibt es noch die Schuluniform, also man geht in Schuluniform in die Schule und jetzt wurde ein neues Gesetz erlassen von dem Bildungsministerium in Südkorea, dass Mädchen nun endlich zwischen Rock und Hose wählen dürfen. Also die haben in der Vergangenheit nur Röcke anziehen müssen. Das ist ein kurzer Einblick in die starre Rolle einer Frau in Südkorea. Ich bin begeistert von Südkorea, aber es ist so wie bei jedem Land. Es gibt nicht nur regenbogenkotzende Einhörner, es gibt immer zwei Seiten eines Landes und die gibt es in jedem Land. Nichtsdestotrotz freue ich mich unfassbar auf diesen wohl sehr authentischen Bericht einer Frau in Südkorea, die zwischen diesem Generationendruck einer Rolle entsprechen zu müssen und diesem Wind der Moderne, dass man inzwischen jede Norm sprengen kann, wählen muss oder daran eben scheitert. Ich bin sehr gespannt. Wir bleiben im asiatischen Raum. Am 15. Februar 2021 erscheint von Natsu Miyashita Der Klang der Wälder. Der Klang der Wälder ist im September 2015 bereits in Japan erschienen, erhielt dort den renommierten Buchhändlerpreis, wurde dort zum Millionenbestseller und wurde 2018 auch verfilmt. Als der junge Tomura einem Klavierstimmer bei der Arbeit lauscht, fühlt er sich durch den Klang in die hohen, rauschenden Wälder seiner Kindheit zurückversetzt. Und fortan prägt die Leidenschaft für die Musik sein Leben. Er lernt das Handwerk des Klavierstimmens, doch bei aller Hingabe ist da doch stets die Angst vor dem Scheitern auf der Suche nach dem perfekten Klang. Als er das Klavier der beiden Schwestern Katsune und Juni stimmen soll, muss er erkennen, dass es dabei um mehr geht als um technische Versiertheit und es den einen perfekten Klang nicht gibt. Und als er Katsune, die angehende Konzertpianistin, dann spielen hört, spürt er die Bestimmung seines Lebens, ihr Spiel zum Strahlen zu bringen. Ein Roman voller Poesie über die alles verändernde Kraft der Musik und einen jungen Mann, der durch sie die Schönheit der Welt zum Klingen bringen will. Wunderschön, zart erzählt. Ich denke, wir werden ja viel mit Metaphern zu tun haben, mit der Schönheit der Musik und der Schönheit der Natur, die beide Hand in Hand gehen in diesem Buch, und der Schönheit einer Frau und die Schönheit der Liebe und des Lebens. Ich freue mich sehr auf dieses Buch. Und auch beim nächsten Buch befinden wir uns noch in Asien. Am 25. Februar erscheint nämlich von Lin Ma New York Ghost. Lin Ma ist chinesisch-amerikanische Schriftstellerin und das Buch ist bereits im Mai 2019 erschienen. Auf Amazon hat es 4,3 Sterne bei 461 globalen Bewertungen und die Preise, die dieses Buch mit nach Hause genommen hat, sprechen auch für sich. Young Lions Fiction Award, Kirkus Prize for Fiction, Whiting Award, First Novelist Award der Virginia Commonwealth University, Friends of American Writers First Prize in Literature. Zudem stand er auf der Shortlist des Hemingway Foundation Pen Awards und rangierte auf diversen Bestenlisten. Und auch bei diesem Buch hat man irgendwie das Gefühl, dass es in einer dunklen Vorahnung von der Autorin geschrieben wurde. Ist es das Ende der Welt oder nur ein ganz normaler Tag im Büro? Candace Chen treibt recht ziellos durch ihr New Yorker Leben. Tagsüber arbeitet sie in einem Büroturm in Manhattan. Sie ist zuständig für die Herstellung von Bibeln in China. Und abends sieht sie sich mit ihren Freunden in ihrem Keller-Apartment Filme an. Seit ihre Eltern, mit denen sie als Kind aus China in die USA eingewandert ist, vor nicht allzu langer Zeit gestorben sind, hat sie genug von jeder Form der Unsicherheit. So hingebungsvoll folgt sie ihren täglichen Routinen, dass sie erst gar nicht merkt, wie ein tödliches Virus über New York hereinbricht. Ins Land gekommen durch billige, in China hergestellte Konsumgüter. Und auch durch ihre Bibeln. Das Shen-Fieber greift rasant um sich. Geschäfte schließen, U-Bahn stehen still, Menschen fliehen. Bald ist sie fast ganz allein in New York, fotografiert noch immer ohne Fieber die unheimlich verlassene Stadt und stellt die Fotos auf ihren anonymen Blog New York Ghost. Angeführt von dem machthungrigen IT-Techniker Bob. Sie macht sich auf zu einem Ort namens Die Anlage, wo sie, wie Bob verspricht, alles haben werde, was sie brauchen, um eine neue Gesellschaft zu gründen. Doch Candace trägt ein Geheimnis in sich, von dem sie weiß, dass Bob es ausnutzen wird. Soll sie vor ihrem Retter fliehen?
Ling Mas ungewöhnliches Debüt ist eine bewegende Familiengeschichte, ein schräges Roadmovie, eine originelle Endzeiterzählung, eine schwarzhumorige Satire über die Folgen unseres Konsumverhaltens und nicht zuletzt eine aufrichtige Hommage an all die menschlichen Beziehungen, die erst dafür sorgen, dass sich unser Leben nicht in einem reinen Überlebenskampf erschöpft. Wie passend. Damit sind wir schon im März angekommen, was Neuerscheinungen angeht, die mich irgendwie oder doch sehr interessieren. Es geht nämlich weiter mit Lucy Foleys Sommernacht. Das Buch wird am 1. März 2021 erscheinen. Auch dieses Buch ist auf Englisch bereits erschienen, nämlich im Juni 2020. Manch einer kennt es vielleicht von Reese Witherspoons Buchclub, da wurde es vorgestellt. Und es hat nicht zu verachtende 12.385 globale Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,3 Sternen. Es handelt sich hierbei um einen Thriller. 14 Gäste, alle haben ein Geheimnis und nicht alle werden die Insel lebend verlassen. Eine abgelegene Insel vor der wilden Küste Irlands. An einem Sommertag versammeln sich Familie und alte Freunde, um die Hochzeit von Julia und Will zu feiern. Alles ist bis ins kleinste Detail geplant. Es soll ein rauschendes Fest werden. Doch der Wind dreht und ein heftiger Sturm schneidet die Insel von der Außenwelt ab. Bald macht das Gerücht die Runde, dass dieser Ort ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Und auch unter den Gästen dringen immer unaufhaltsamer alte Feindseligkeiten und lang begrabene Geheimnisse ans Licht. Dann wird einer der Feiernden tot draußen im Moor gefunden und die Situation auf der Insel eskaliert. Vom Plot hört sich das jetzt ein bisschen so wie Your Typical Thriller mit abgeschnitten von der Außenwelt und mit alten Konflikten, die wieder hochkochen an. Aber diese unfassbar guten und unfassbar vielen Bewertungen führen mich doch dazu, dass ich sage, das könnte auch mal wieder ein Thriller aus der westlichen Welt werden, der zwar natürlich plotgetrieben sein wird, aber der mich vielleicht so mitreißen kann, dass mir alles andere dann auch egal ist. Ich freue mich sehr auf Lucy Foley. Wir kommen zu einem Genre, das ich einfach am allerwenigsten lese, nämlich Fantasy, fast schon Young Fantasy, aber es hört sich einfach zu gut an. Die Rede ist von Naomi Novik Scholomance. Hierbei handelt es sich um eine Fantasy-Reihe, also noch was ich eigentlich sehr ungern lese, nämlich Reihen. Das Buch habe ich im englischen Booktube so oft rumfliegen sehen und die Leute sind so begeistert von diesem Buch und vor allem der Plot und die Welt, in der das Ganze spielt. Shut up and take my money. Auf Englisch gibt es das Ganze schon seit dem September 2020 und hat 1779 globale Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,6 Sternen. Scholomance – Tödliche Lektion ist der Auftakt der Scholomance Trilogie, Teil 1, Teil 2 – Der letzte Absolvent, Teil 3 – Die goldenen Enklaven. Half Harry Potter, half Grim Fairy Tale, Harry Potter meets the Hunger Games. Braucht man mehr? Scholomance ist eine Magierschule, wie es sie noch nie gegeben hat. Keine Lehrer, keine Ferien, Freundschaft nur als Mittel zum Zweck und sehr ungleiche Überlebenschancen. Es gibt nur zwei Wege heraus aus der Schule, die Abschlussprüfung oder den Tod. Galadriel, genannt Elle, ist bestens vorbereitet auf die Gefahren der Schule. Sie hat zwar niemanden, der ihr hilft, aber eine starke, dunkle Gabe, mit der sie problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen könnte, die überall in der Schule lauern. Anders als der unerträgliche Schulstar Orion, der ständig Leben rettet, tut Elle deshalb alles, um diese Gabe nicht zu nutzen, es sei denn, sie hat keine andere Wahl. Unzählige Fans sind von den bildgewaltigen und genial erzählten Geschichten der Bestseller-Autorin Naomi Novik begeistert. Ihre starken Heldinnen widersetzen sich Konventionen und zeichnen sich durch ihre Komplexität aus. Scholomance bietet dunkle und gewitzte Abenteuer voller unerwarteter Wendungen. Als ich die Rezension zu dem Buch durchgelesen habe, fiel in jeder zweiten Rezension einfach das Wort Harry Potter und ich brauche eigentlich nicht mehr Argumente als Harry Potter. Yes. Kaufe ich. Ich muss sagen, bei diesem Buch reizt es mich jetzt eigentlich schon, mir das englische Buch zu kaufen.
Ich weiß nur nicht, weil ich schon so viele Bücher gerade habe. Ja, wir werden sehen, ob es das Englische wird oder ob ich auf die deutsche Ausgabe warte. Wir kommen zu einer von Japans populärsten und mehrfach ausgezeichneten Kriminalromanschriftstellern, nämlich zu Keigo Higashino. Kleine Wunder um Mitternacht ist bereits im März 2012 in Japan erschienen. Bei uns erscheint es am 13. April 2021. Drei junge Einbrecher, die eine Nacht lang untertauchen müssen. Ein verlassener Laden, der aus der Zeit gefallen ist. Ein alter Mann, der mit Briefen das Schicksal der Menschen zum Guten wendet. Es ist kurz vor Mitternacht, als drei junge Einbrecher in einen verlassenen Gemischtwarenladen eindringen, um nach ihrem Raubzug unterzutauchen. Doch Atsuya, Shota und Kohai wird keine ruhige Stunde bis zum Morgengrauen gewährt. Ein Brief wird von außen durch einen Schlitz in den Laden geworfen, obwohl in der Dunkelheit vor der Tür kein Mensch zu sehen ist. Als ihn die erstaunten Kleinkriminellen öffnen, beginnt eine unglaubliche Geschichte, die eine Nacht lang das Leben unzähliger Menschen verändern wird. Und eigentlich begann sie vor über 30 Jahren, als ein weiser alter Mann mit seinen Worten kleine Wunder vollbringen konnte. Hört sich das gut an oder hört sich das gut an? Es hört sich einfach so an, als könnte alles drinstecken und die Erklärung des Ganzen am Ende doch so einfach sein oder doch sehr kompliziert sein, versteht ihr? Zu Keigo Higashino braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich höre nur Gutes über diesen Mann. Er ist einfach eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Umso gespannter bin ich auf Kleine Wunder um Mitternacht, weil sich der Plot einfach so genial anhört. Damit sind wir schon im Mai angekommen mit den Neuerscheinungen, auf die ich mich freue. Da erscheint nämlich Der Morgen davor und das Leben danach von Anne Napolitano. Das Buch stand bereits wochenlang auf der New York Times Bestsellerliste, als es im Februar 2020 erschienen ist. An einem Sommermorgen besteigen der 12-jährige Edward und seine Familie ein Flugzeug, das sie von New York nach Los Angeles bringen soll. Auf halbem Weg über das Land stürzt das Flugzeug ab. Edward ist von 187 Passagieren der einzige Überlebende. Was geschah in den Stunden davor? Wie geht sein Leben nach dem schmerzvollen Verlust weiter? Die atemberaubende Odyssee eines Jungen, dessen einsames Herz wieder lernen muss zu lieben. Also bei dem Buch soll es wohl so sein, dass man zwischen der Perspektive des Edwards, der versucht nach dem Absturz klarzukommen, und der Perspektive des Edwards, der eben die wenigen Stunden vor dem Absturz erlebt, wechselt und es dadurch eben zu einem sehr interessanten Tempo in der Geschichte kommt zwischen diesem unfassbar vom Schicksal gepeinigten erwachsenen Edward und diesem kleinen jungen Edward, der nichts Böses ahnt. Und hier sind wir auch bei 3278 globalen Bewertungen und 4,5 Sternen. Und somit sind wir auch schon beim letzten Buch, auf das ich mich im ersten Halbjahr 2021 freue, angekommen. Und auch dieses Buch ist von meinen zwar sehr kurzen, aber doch intensiven Ausflügen in die englischsprachige Booktube-Welt geprägt. Es handelt sich nämlich um Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue von V.E. Schwab. 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 Im Original ist das Buch auch erst am 6. Oktober 2020 erschienen. Bei uns erscheint es am 26. Mai 2021. V.E. Schwab hat ja schon Vicious und Vengeful geschrieben und die vier Farben der Magie-Trilogie. Ich habe noch nie was von V.E. Schwab gelesen. Ich habe auch immer sehr geteilte Meinungen über sie gehört und Fantasy ist ja nicht gerade mein Genre schlechthin. Deswegen habe ich immer, wenn ich vorher schon vor Fantasy Abstand genommen habe, vor V.E. Schwab dann nochmal ein bisschen mehr Abstand, eben weil ich so differenzierte Meinungen über ihre Bücher gehört habe. Aber Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue, das hat mich sowas von gecatcht. Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue ist ein historischer Fantasy-Roman und eine bittersüße Liebesgeschichte und eine Hommage an die Kunst und Inspiration. Eddie LaRue ist die Frau, an die sich niemand erinnert. Die unbekannte Muse auf den Bildern alter Meister, die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. 300 Jahre lang reist sie durch die europäische Kulturgeschichte und bleibt dabei doch stets allein. Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme Frau die Großstädte zu durchstreifen.
bis sie 300 Jahre später im Jahre 2014 in einem alten versteckten Antiquariat von New York einen jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt und sich in sie verliebt. Also es geht um diese junge Frau, die diesen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, der ihr wohl zu ewig langem Leben verhilft, aber eben auch dazu führt, dass sich kein Mensch an sie erinnern kann. Hört sich super traurig an und umso spannender wird es, als ein Mann in New York sie erkennt. Ich bin sehr gespannt, welche Geschichte Vivi Schwab da drum gesponnen hat und wie sie den beiden zu ihrem Glück verhilft. Und ich habe noch nie was von Vivi Schwab gelesen. Und es ist auch wieder, wie gesagt, Fantasy, halte ich eher Abstand zu. Aber 1507 globale Bewertungen, 4,6 Sterne. Shut up and take my money. So, Freunde, das waren jetzt 9 Bücher, die im ersten Halbjahr 2021 erscheinen und auf die ich mich sehr freue. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, welches der vorgestellten Bücher euch am meisten zusagt. Kanntet ihr schon ein Buch? Wartet ihr auch schon auf dieses Buch? Sagt mir bitte Bescheid, wir müssen reden. Wenn euch keins der Bücher hier bekannt war, sagt mir auf jeden Fall, auf welches Buch ihr euch im ersten Halbjahr freut. Das würde mich auch noch interessieren. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich möchte heute... was möchte ich denn heute? Wir starten in chronologischer... Ich muss kurz was trinken, Leute. Ich mache auch Pause mal. Und damit sind wir auch beim letzten Buch, auf das ich mich im ersten Halbjahr... Und damit sind wir auch beim letzten Buch, auf das ich mich im ersten... Und damit sind... Es war mir so klar, dass ich dieses Haar rausreißen werde, aber... Es geht mir so auf die Nerven. Auf das ich mich im ersten Halbjahr 2021... Und somit... 300 Jahre lang reist sie durch die europäische Kulturgeschichte und blabt...